Was geht, 2K-Community? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Es wurde sich gewünscht, ich mache selber gerne immer jedes Jahr mehrmals das Dribble-Tutorial. Es gibt eine Sache, die musst du in NBA 2K und in NBA 2K My Team besonders gut können. Auch die Leute, die im Park sind, du solltest einen guten Speed-Boost aus dem Dribbling raus haben. Und wie das geht, das möchte ich dir heute zeigen. Ich habe die Handcam mitgebracht. Aber bevor wir mit dem Video starten, würde ich dich doch bitte darum bitten, wenn du noch nicht dabei bist, dann lass doch ein Abo da und lass ein Like da, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Es ist nämlich so, dass der Speed-Boost sich verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. 2K23 gab es einen Speed-Boost, wenn du den Ball auf die andere Seite gebracht hast und dann R2 gedrückt hast und rausgesprungen bis zur Seite. Also Ball gegenüberliegende Hand, Crossover auf die andere Seite, nach vorne diagonal und dann sprinten. Wenn du denkst, dass das jetzt der Speedboost war, dann täuschst du dich. Also wir haben diese Bewegung und das ist es nicht. Wir möchten NBA 2K24 schneller rauskommen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir starten auch wieder mit diesem Crossover. Versuch mal mit R2 gedrückt. Siehst du das? Siehst du das? Nochmal der Vergleich. Zack. Zack. Und ja, und jetzt siehst du ein Problem. Ich muss gerade mal kurz werfen, damit ich vielleicht neues Stamina habe. Oh, geht rein. Aber da siehst du schon ein Problem. Diagonal. Jawohl, da war er. Diagonal ist manchmal schwer zu treffen. Der Diagonale wird manchmal nicht so erkannt. Und dann hat man ein Problem, dass der Dribble Move nicht so rauskommt, wie man das gerne hätte. Das gleiche kann man jetzt auch machen, indem man nicht so rüber geht, sondern eine Hezzy macht. Das heißt, wir gehen nicht rüber auf die andere Seite mit dem Stick, sondern wir bleiben mit dem Stick auf der gleichen Seite. Das würde dann so aussehen. R2, rechter Stick, straight horizontal auf die Ballseite und dann mit dem linken Stick wieder raus. Das sieht dann so aus. Dann kannst du stehen bleiben, kannst es nochmal machen, kannst es nochmal machen und dann kriegst du einen Speedboost raus und dann kannst du das Ding irgendwie verwerten. Also nochmal ganz kurz, zack, hello, zack, hello und da sind wir. Let's go. Das Ding ist halt, du brauchst bei dem Speedboost mittlerweile, glaube ich, auch ein relativ gutes Timing, weil wenn du das Timing nicht triffst, dann kriegst du den Speedboost nicht. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist. Ich mache noch ein paar und dann zeige ich euch noch einen, der auch richtig saftig, knaftig ist. Also wir gehen mit der Hezzo da rein und zack. Diesmal habe ich den Stick nicht nach links horizontal, sondern nach links diagonal bewegt und da kriegst du auch einen raus. Also man kann da sehr viel machen. Wichtig hier ist halt wirklich das Timing. Wenn ich jetzt diese Bewegung mache und dann zu spät gehe, dann bringt mir das nichts. Ich will quasi diese Bewegung canceln, aber auch nicht zu früh, weil dann kriegt man das raus. Das war der Perfekte, hast du gemerkt. Da muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, und jetzt eine Sache, die ich jedes Jahr predige. Es ist der Misdirection. Das ist der beste Dribble Move in NBA 2K. Frage ist, kann Damian Lillard den Misdirection machen? Ja, da ist er. Misdirection, okay. Also du hast R2 gedrückt und machst den rechten Stick entgegengesetzt der Ballhand und unterbrichst das dann, indem du den linken Stick wieder zurück auf die andere Seite lenkst. Also Ball ist rechts, wir wollen links mit dem rechten Stick und rechts mit dem linken Stick. Haben wir Misdirection und in NBA 2K23 war es so, dass du dann hier mit dem Speedboost raus bist. In NBA 2K24, wir probieren es mal aus, kein Speedboost. Was passiert, wenn wir auf die andere Seite gehen? Hui! Habt ihr das gesehen? Das war ein Speedboost. Mal gucken, ob es nochmal klappt. Falsche Seite. Hui! So kommt man am Gegenspieler vorbei. Das macht Spaß. Mit Damian Lillard klappt das ganz gut. Das klappt aber auch mit anderen Point Guards, wie zum Beispiel Steph Curry oder Ja Morant oder Russell Westbrook, wem auch immer. Probiert es mal aus, geht in den Freestyle, Übung macht den Meister und dann bin ich gespannt, wie ihr eure Gegenspieler im Staub stehen lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, und es euch geholfen hat, dann lasst einen Daumen da. Würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid oder beim nächsten Stream. Ich bin erstmal raus, bis dahin, ciao.